Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Wir sind im letzten Part in die Himmelsfestung der Pokénapper eingedrungen und da geht's heute auch weiter. Ich bin kurz zurückgelaufen wegen dem Speicherpunkt. So weit waren wir noch nicht gekommen. Mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Im letzten Part gab es ja auch schon ein paar etwas anspruchsvollere Kämpfe oder Fangversuche vielmehr. Kann gerne so weitergehen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Kikli. Da ist ein Porygon, das fange ich mir mal. Vielleicht kann ich das für irgendwas gebrauchen, man weiß es nicht. Lauf doch nicht weg! Ui. Jetzt wollte ich das voll stylisch mit Pokestärke fangen und was ist? Voll daneben. Egal. Ich würde dich ja schon gerne mitnehmen. Lassen wir dich mal außen vor. Du hast, glaube ich, noch die schwächste Fähigkeit. Oh, ein Skorkro. Habe ich Skorkro schon? Ja. Und ein wütendes Toxiquark. Das sind alles so mega coole Pokémon, die man gebrauchen kann. Vor allen Dingen, ich habe ja am Anfang schon gesagt, wenn Pokémon doch so ein bisschen auffällig sind, dann kann es sehr gut sein, dass man die später noch braucht. Aber hier sind halt so viele besondere Pokémon, dass es ganz schwer ist auszumachen, welches davon man noch braucht und welches nicht. Zitrumann 4. Nehmen wir dich mal mit. Das Skorgo lassen wir erstmal außen vor, solange ich es nicht brauche. Huch. Uiuiui. Ich bin ein Krieger aus uralten Zeiten. Mir wurde neues Leben eingehaucht, damit ich den neuen Herrschern über Oblivia... Damit ich den neuen Herrscher über Oblivia beschützen kann. Und nun, kleine Helden, wenn ihr den Geschmack der Verzweiflung kennen. Die haben schon echt epische Pokémon hier. Finde ich gut. Ich habe das natürlich nicht mehr eins zu eins im Kopf, deswegen. Also ich erinnere mich an die Bosse, aber ansonsten... voll auf Illewoltek. Na gut. Versuchen wir erstmal dich zu fangen. Okay. Und dann lassen wir den Rest mal Pichu erledigen. Kleines Pichu gegen großes Stolos. Das kann doch nur funktionieren. Na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sehr gut. Ja. Das ist immer so ein bisschen blöd. Pichu stoppt die zwar mit dem Blitz, aber wenn die gerade mitten in der Attacke sind, dann brechen die Attacke nicht ab, sondern machen die dann direkt danach halt weiter. Deswegen muss man echt aufpassen, dass man den Stift dann rechtzeitig absetzt. So. O ruhende Seelen der Krieger. Spendet uns neue Kraft. Nichts da. Seit wir diesen Kerlen zum ersten Mal begegnet sind, hat sich eindeutig etwas an ihnen verändert. Sie scheinen nun alle von diesen Rüstungen gesteuert zu werden. Das ist nicht gut. Weil man sieht ja auch eindeutig, dass sie dadurch stärker geworden sind. Können stärkere Pokémon kontrollieren und haben auch eine ganz andere Einstellung und Mentalität. Aber wie ist es nun mal? Macht verändert Menschen. Und zwar nicht unbedingt immer zum Positiven, ne? Ich dürfte noch Platz haben, ne? Weil Illewoltek ist ja leider recht schnell von uns gegangen. Magnetilo. Weißt du, hier drin gibt es Ampharos, die aufladen 5 haben. Und dann gibt es hier solche süßen kleinen Magnetilos. Ah, sehr gut. Das kannst du mal erledigen. Ein
Eisenblock wurde in 1000 kleine Stücke zertrümmert. Vielen lieben Dank, Toxiquark. Da ist noch ein Porygon. Und hier geht's wohl weiter. Oh, Galagladi. Leute wie euch brauchen wir in unserer neuen Welt nicht. Das sagst du. Entweder ihr kehrt ohne Widerstand zu leisten wieder um, oder ihr werdet im Kampf euer Ende finden und in ewigen Schlaf verfallen. Eine andere Wahl habt ihr nicht. Oh doch, die haben wir. Wir könnten dich nämlich haushoch besiegen und in die Flucht schlagen. Vor allem wir. Suddenly Gardevoir. Ich wäre immer noch dafür, dass Julian mir hilft, aber gut. Vielleicht feuert er mich ja wenigstens an. Huch, das war schnell. Das war auch schnell. Ich will erst das Gardevoir haben. Ah. Also vor allem Galagladi feuert seine Attacken ziemlich schnell und ohne Vorwarnung. Aber Gardevoir ist auch nicht zu unterschätzen. Vor allem in der Kombination sind die beiden echt fies. So. Nachdem das schon mal erledigt wäre... Warum hat sich Galagladi jetzt nicht mehr gewehrt? Die ganze Zeit ist es total nervig und wenn ich es fangen will, dann ist es wieder total nett zu mir. Aber gut, hätten wir das. Zwei neue Pokémon fürs Verzeichnis, wunderbar. Ihr werdet es noch bereuen, dass ihr nicht ohne Widerstand umgekehrt seid. Glaube ich nicht. Wir lassen uns nicht so einfach einschüchtern. Ansonsten wären wir wohl keine Ranger geworden. Das stimmt. Pichu, Pichu! Okay, Pichu, weiter geht's. Mancher tut Julian schon fast so, als wenn Pichu sein Partner-Pokémon wäre. Aber gut. So, jetzt sind wir draußen angekommen. Da ist noch ein Amphi, okay. Und wieder rein. Oh, Fulipurba. Sehr schön. Also ich meine, dass ich bei diesen Fangversuchen auch mal ein bisschen Schaden bekomme, das ist ja eigentlich auch normal. Ich meine, wenn ich mich jetzt super extrem konzentrieren würde, dann würde ich die Fangversuche mit Sicherheit auch ohne Schaden hinbekommen und vielleicht auch alle auf S-Rang. Also die Poweraufladung ist da schon mal immer sehr gut für den S-Rang. Allerdings, wenn ich nebenbei noch kommentiere und ja, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt super konzentriert an die Sache rangehe. Ich gehe da einfach mit Spaß dran und gebe mein Bestes, ohne mich jetzt übermenschlich viel zu konzentrieren. Und nebenbei kommentiere ich auch oftmals noch. Ich meine, während den Fangversuchen jetzt zwar nicht so extrem, aber immer mal wieder dazwischen. Und uiuiui, dementsprechend sage ich mal, das Maximum meiner Leistung, die ich vielleicht bringen könnte bei den Fangversuchen, bringe ich dementsprechend natürlich nicht. Ich meine, so Profispieler sind natürlich auch beim Spielen immer ruhig, nebenbei zu kommentieren. Ist dann immer etwas schwierig. Ich bin ein Geharnischter aus längst vergangenen Tagen. Ich habe mir ein alternatives Ende für die Legende von Oblivia ausgedacht. Willst du wissen, was darin passiert? Die Helden werden hier und jetzt in den ewigen Schlaf geschickt. Rihornior. Setzt der Geschichte dieser beiden auf der Stelle ein Ende. Also mir gefällt die Originallegende viel besser, wo alles gut wird. Nee, wie gesagt, also ich bemühe mich natürlich, das so gut es geht zu machen, während ich hier noch kommentiere. Aber man kann von mir jetzt nicht erwarten, dass ich alles ohne Schaden und ohne Verluste schaffe. Das ist auch Quatsch, darum geht's ja auch überhaupt nicht. Huch, das wäre ein bisschen, meine Güte, viel verlangt. Weil dann wäre das, glaube ich, eher ein Walkthrough als ein Let's Play, weil dann dürfte ich gar nichts mehr sagen, wenn ich alles perfekt machen möchte. Und selbst dann ist es schwierig, wirklich alles perfekt zu machen. Ein kleiner Fehler und es ist vorbei. Ist schon alles gut, so wie es ist, wie ich finde. Tio. Und wem das nicht passt, wie ich spiele, generell, oder auch wie ich meine Fangversuche mache, der soll einfach nicht zugucken. Fertig, aus. Jeder hat ja seine Art zu spielen. Und ich mag meine eigentlich ganz gerne. Ich komme ja auch recht gut damit klar. Dieser kleinen Rotzlöffel. Ich finde aber, das ist generell so eine Sache, egal bei welchem Spiel.
Wenn ihr euch ein Let's Play dazu anguckt, dann müsst ihr einfach akzeptieren, dass die Person eine gewisse Spielweise hat oder gewisse Eigenarten hat, wie sie spielt und wie sie das hoch alles in Angriff nimmt. Und damit müsst ihr dann einfach leben. Und wenn ihr das absolut nicht mit ansehen könnt, dann guckt es euch einfach nicht an. Das ist schwachsinnig, dass man eine Person dann ändern will von der Spielweise her. Das sollte man nicht. Sollte man einfach tolerieren. Und ich meine, ich finde es auch mal ganz cool, andere Spielweisen zu sehen. Auch wenn es vielleicht nicht meine ist oder ich die nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, finde ich es immer ganz cool, eigentlich mal zu sehen, wie andere das in Angriff nehmen. Wenn ich Spiele selbst Let's Played habe, finde ich es auch immer sehr interessant zu sehen, wie andere das Let's Playen, einfach weil es vielleicht was ganz anderes mal ist. Das finde ich persönlich auch immer sehr spannend. Ui. Ich bin ein Geharnischter. Mir, dem Krieger der Finsternis, wurde ein neues Leben eingehaucht, damit ich die neue Ordnung Oblivias bewahre. Wer auch immer diese Ordnung stört, den werde ich vernichten. Ihr seid auf der letzten Seite eurer Geschichte angelangt. Das glaube ich nicht. Uiuiui. Vier Scherox. Und Scherox ist schnell und ihr wisst ja, was ich von schnellen Pokémon in Fangversuchen halte. Das war schon mal gut. Aber die sind aber leicht zu fangen. Habe ich mir jetzt viel schlimmer vorgestellt. Ich finde nämlich schnelle Gegner immer unglaublich ätzend, weil die dauernd durch die Fanglinie durchgehen. Und wenn du dann auch noch viele schnelle Gegner hast, die alle zwar vielleicht die gleichen Angriffe haben, aber die halt im unterschiedlichen Takt angreifen, dann ist es immer für mich sehr anstrengend, aber da haben sich die Kreise jetzt recht, die Fangleisten ziemlich schnell gefüllt. Finde ich gut. Alles halb so wild. Wie konntet ihr nur jemals solche Kräfte erlangen? Er hätte dem Gesetz des Stärkeren Folge leisten sollen. Warum widersetzt ihr euch dem Lauf der Geschichte? Das ist nicht der Lauf der Geschichte. Die Geschichte ist noch nicht geschrieben. Von daher gesehen kann man noch alles ändern und sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, du Dovi. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, gute Einstellung. Alle so voll tiefgründig und der Letzte so, ich verstehe das einfach nicht. Die Geharnischten scheinen davon überzeugt zu sein, dass du der Held aus der Legende bist, Svenja. Vielleicht haben sie ja sogar recht. Vielleicht, also es spricht eigentlich alles dafür. Wenn ich mal überlege, ich meine, ich kann Raikou, Entei, Suicune, Latias, Ho-Oh rufen. Und ja, dazu werden wir auch noch ein bisschen was erfahren. Auch warum die Geharnischten vielleicht nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Deren Rüstung die Leute ja hier tragen. Wie ich schon mal sagte, man kann das Spiel auch einfach durchspielen, ohne diese ganzen Zusatzinfos, die man durch den zweiten Handlungsstrang in der Vergangenheit noch bekommt. Aber vieles ergibt einfach mehr Sinn, wenn man diesen Handlungsstrang auch noch kennt. Ich verstehe. Die uralten Geharnischten waren diesen Rangern also auch nicht gewachsen. Seit ich den Ranger zum ersten Mal in Kokonuba getroffen habe, ist sein Blick sehr viel entschlossener geworden. Die Kraft der Jugend ist wirklich beneidenswert. Aber ihre Jugend kann den beiden auch noch zum Verhängnis werden. Erinnert euch doch nur mal an das, was uns widerfahren ist. Es war unsere jugendliche Unerfahrenheit, welche die Teegesellschaft dazu zwang, sich aufzulösen. Jetzt mag uns unser Verhalten töricht vorkommen, aber damals erschloss sich uns diese Perspektive eben noch nicht. Wenn ich diese beiden Ranger so beobachte, kommen jede Menge Erinnerungen an die Tage unserer Jugend in mir hoch. Geben wir ihnen eine kleine Kostprobe der Macht der goldenen Rüstung. Als eine Art Warnschuss sozusagen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ich muss schon sagen, dieser goldene Strahler an meinem rechten Arm macht auch als Accessoire so einiges her. Ed, du brauchst dich nicht mit dieser Sache abzugeben. Wir drei kriegen das schon allein geschaukelt. Also was sagt ihr? Wer geht zuerst? Ich schlage euch was vor. Wie wäre es, wenn ihr die Reihenfolge der Kämpfe einfach den Rangern überlasst? Ihr teilt euch am besten auf und lauert ihnen jeweils an einem anderen Ort auf. Dort ist schon immer die spannendsten Ideen. Genau dafür lieben wir dich, Ed. So kann niemand dem anderen böse sein, wenn er die Ranger zuerst erwischt. Versuchen wir alle auf unsere eigene Weise auf unsere Kosten zu kommen.
Also, dass Ed so ein bisschen der Anführer der Tiergesellschaft ist, war ja schon klar. Und ja. Mal schauen. Um zu Edward zu kommen, quasi zum vermeintlichen Boss des Ganzen, müssen wir die drei erstmal aus dem Weg räumen. Nämlich einmal Coco, einmal Axel und natürlich auch noch Hokus. Und das wären drei sehr spannende Kämpfe. Weil sie sind zwar, ja, wie soll ich es am besten sagen, es ist eine schwierige Rangordnung irgendwie, weil die Tiergesellschaft selbst ist ja quasi so der Boss der Pokénapper, aber so eine kleine Hierarchie gibt es da ja auch wieder. Trotzdem sind die drei auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Hinter diesem Tor scheint es in die obersten Stockwerke zu gehen. Aber wie sollen wir es aufbekommen? Es muss irgendeinen Weg geben. Svenja, Julian, wartet einen Augenblick. Taluga? Ich bin auch mitgekommen. Und Nema? Wie in aller Welt habt ihr es nur geschafft, hierher zu kommen? Papa hat sich einen Staraptor geschnappt und ich bin auf einem Donnergletscher gekommen. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass niemand mir gefolgt ist. Ich habe mir eben Sorgen gemacht, ob eure Funcoms auch vollständig aufgeladen sind. Ich konnte einfach nicht tatenlos zu Hause rumhocken. Papa war auf jeden Fall ganz schön sauer auf mich. Ich sehe mich draußen mal ein wenig nach einer Möglichkeit, um die Angriffskraft der Festung etwas zu schwächen. Nema, du bleibst hier und hilfst den beiden. Alles klar, Papa. Ohne funktionierende Funcoms wären sie ziemlich aufgeschmissen, nicht wahr? Ich finde das cool, dass alle so ein bisschen helfen. Dann verstecke ich mich am besten hier. Überhaupt nicht offensichtlich mitten im Raum. Kommt einfach zu mir, wenn ich eure Funcoms aufladen soll. Ich habe nämlich meine brandneue Erfindung dabei. Die Super Mini Lirum Ladeeinheit. Ja, also da uns ja drei Bosskämpfe bevorstehen, wie man sich jetzt schon denken kann, ist es ganz praktisch, dass Nema hier rumsteht und uns so ein bisschen hilft. Ja, es ist eigentlich ziemlich egal, wo wir zuerst hingehen. Wir haben ja auch noch jede Menge Pokémon, die wir uns fangen können, wenn wir Hilfe brauchen. Und ja, ich bin gehypt, weil ich weiß, dass die drei Kämpfe doch allesamt ziemlich knackig sind und deswegen freue ich mich auch total darauf. Die Reihenfolge kann man sich aussuchen, das ist vollkommen egal. Ich würde sagen, einen Bosskampf können wir heute auf jeden Fall noch machen und dann fangen wir einfach mal hier an, das dürfte Coco sein. Und sobald wir uns im Schieben haben, geht das Ding auch zu. Das heißt, es gibt dann auch keins zurück mehr. Da ist noch ein Toxiquark, okay. Da kann ich raus. Achso, da komme ich erstmal nicht durch. Das ist wahrscheinlich der Ausgang wieder, den ich dann erst passieren darf, wenn ich hier fertig bin. Hey, nicht so schnell! Wow. Pichu? Pichu? So süß. Pichu, Pichu. Du wurdest von Julian getrennt. Finde und setze deinen Weg mit ihm fort. Ach, Julian. Was musst du mir auch abhanden kommen? Pichu? Mewtwo! Pichu, Pichu, Pichu! Mewtwo! Die Kapseln hat eine Flüssigkeit von undefinierbarer Farbe. Es ist schon so ein bisschen random, dass hier Mewtwo einfach so rumschwimmt. Aber gut. Svenja? Was fällt dir eigentlich ein, ohne mich zu fragen, da runterzufallen und mich hier allein zu lassen? Entschuldigung? Das hast du davon, wenn du dich immer so abhetzt. Pass in Zukunft besser auf. Ach übrigens, direkt nach deinem Fall hier sind die Schalter aufgetaucht. Denkst du, das hilft uns vielleicht dabei, die rechte Kammer zu erreichen? Wollen wir mal versuchen, einen der Schalter zu aktivieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mittlere Schalter der richtige ist. Bist du dir wirklich so sicher? Oh, Frau Stettje! Du kommst mit. Ich hab
okay. So ein schönes Pokémon. Oh, ich habe sogar einen S-Rang bekommen. Mitnehmen. Wir lassen wir dann jetzt mal hier. Lassen wir dich mal hier, weil du hast Pokestärke normal. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Da ist zu. Okay. Er ist nicht sicher, es ist der mittlere Schalter, ja? Die Mitte ist dann hier. Oh, Entschuldigung, das war offenbar eine Falle. Ich merke das schon. Kann ich ihn wieder ausschalten? Nein. Au. Vor allem, das hat 8 Schaden gemacht. Das ist echt heftig. Aber ja, klar, dass ich wieder das Richtige zuletzt aktiviere. Oh, es hat sogar noch getroffen. Hör auf damit. Das war gut. Ausnahmsweise sind wir vernünftig getroffen. Ich finde es aber auch ganz cool, dass wir nicht direkt den Bosskampf haben, sondern dass wir noch so ein bisschen was anderes erledigen müssen. Hoppla, dieser Schalter war also auch nur eine Falle. Mhm. Autsch. Autsch. Au! Das hat wehgetan. Das ist so typisch ich. Normale Menschen kriegen in diesen doch recht anspruchsvollen Fangversuchen Schaden. Ich renne einfach 3-4 Mal hintereinander in die Stacheln. Wobei ich da ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr viel machen konnte. Weil ich da einfach hin und her geschubst worden bin wie ein Ping-Pong-Ball. Vielleicht ist es auch grundsätzlich der letzte Schalter. Weiß das irgendwer? Ob das gescriptet ist? Oder ob ich jetzt einfach Pech hatte? Das war so der richtige Schalter. Mhm. Gut. Ich wäre beinahe selbst gefallen und da habe ich dich versehentlich geschubst. Ja. Danke, Julian. Danke. Ah, dafür brauche ich das Frostettchen. Manchmal ist Julian so eine große Hilfe. Unfassbar. Dankeschön, Frostettchen. Huch, schon wieder so ein Schalter. Svenja, die letzten haben dir schon genug Ärger bereitet. Diesmal werde ich ihn aktivieren. Das ist nett. Ach je, das ging wohl nach hinten los. Sorry, das war echt nicht geplant. Nein, nein, nein. Boah, Julian. Aber gut, ich würde sagen, da es jetzt doch alles noch ein bisschen länger gedauert hat, machen wir den ersten Bosskampf von den dreien im nächsten Part in aller Ruhe. Mal schauen, wie das so werden wird. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute!